Einer von ihnen ist Michael Barber. Er lebt am Stadtrand von Des Moines. Mit seinem blinden Hund, seiner Frau und seiner nagelneuen halbautomatischen Pistole. Für Barber ist das geänderte Gesetz ein Akt der Gleichberechtigung, nicht des Wahnsinns. Wenn Fremde mein Haus betreten, um mich auszurauben oder meiner Frau weh zu tun, werden sich diejenigen in meiner Nähe befinden. Ihre Kleidung raschelt, wenn sie sich bewegen. Ihre Füße machen Geräusche. Ich kann genau hören, wo sie sich gerade befinden. Und wenn es nötig ist, kann ich die Angelegenheit dann auf meine Weise regeln. Barber ist von Geburt an völlig blind. Das ist eine Ruger SR-22. Zeigen Sie uns, wie Sie die bedienen? Mal sehen, ob ich das hier rausbekomme. Das Magazin ist drin, die Waffe ist gesichert. Ich weiß, wie das geht. Lassen Sie mich kurz überlegen. Es ist schon eine Weile her, seit ich das gemacht habe. Was habe ich vergessen? Ich habe es erst kürzlich gemacht. Hang on here. Ich glaube, die Waffe ist entsichert. Mal sehen. Da haben wir es. Das war's. Das kleine Ding da unten hatte ich vergessen. Wenn ich das reinschiebe, so geht das. Wir haben dasselbe Recht wie jeder andere, eine Waffe zu besitzen. Nur weil wir blind sind, heißt das nicht, dass unser Urteilsvermögen eingeschränkt ist. Ich kann es Ihnen beweisen. Bei all den Amokläufen in Colorado, Connecticut und überall werden Sie feststellen, dass diese ausnahmslos von sehenden Menschen begangen wurden. Kein einziger Blinder ist jemals Amok gelaufen. Die Waffenlobby meint, jeder Amerikaner sollte eine Waffe haben, egal wie alt.